for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen hier ein Pärchen Stirnlappenbasilisken, sind so subadulte Tiere. Ich habe jetzt extra mal zwei genommen, weil man schon schön die Unterschiede Männchen-Weibchen erkennt. Das Männchen mit dem namengebenden Stirnlappen und der Rückenkamm, beim Weibchen nur ganz leicht angedeutet hier dieser Kamm da oben und auf dem Rücken fast gar kein. Bisschen scheu sind die, man muss sich da wirklich Zeit nehmen, dass die brav werden. Aber wirklich tolle Terrarientiere, von der Größe auch noch einigermaßen überschaubar. Also in so einem 1,20 Meter, 1,50 Meter Terrarium kann man da ein Pärchen toll halten. Wirklich hübsche Terrarientiere. Natürlich als Nachzucht, ne, als Wildfänge. Früher hat man die zum Teil als Wildfänge gekriegt. Da sind die dann extrem scheu, rennen sich die Schnauzen ein. Nachzuchten, also wenn er guckt, ich kann die hier sogar loslassen. Die rennen jetzt nicht immer direkt weg. Wirklich tolles Terrarientier und deswegen heute meine Intro-Tierchen für euch. Unser Thema heute ist der Borneo-Taubwaran, Lantanotus borneensis heißt er wissenschaftlich. Eine sehr seltene Echse aus Borneo, auch ein bisschen Erfolgsgeschichte in der Terraristik, galt jahrelang als fast ausgestorben. Man hat gedacht, in der Natur gibt es die so gut wie gar nicht mehr. Und eigentlich auch erst durch die Terraristik oder durch Terrarianer, die nach Borneo gegangen sind, geschaut haben, ach, gibt es die wirklich nicht oder findet man welche. Und tatsächlich hat man die dort gefunden, hat Tiere exportiert und die werden mittlerweile in der Terraristik, ich würde mal sagen, einigermaßen gut gezüchtet. Also nach wie vor auch nicht ein Tier wie so eine Bardagame, wo sich zu Hunderttausenden vermehren lässt, aber sie werden in der Terraristik gezüchtet. Wirklich ein spannendes Thema. Ich habe selber kein Tier da, das ich euch zeigen kann. Normal habe ich ja immer was in der Hand und sage, guck, so sehen sie aus. Aber wir hatten vor einigen Jahren schon in Japan, in dem Aizu, in der Nähe von Shizuoka, Japan, bei dem Shiraba, da haben wir gedreht, wie die aussehen. Und deswegen werden wir diese Bilder von dem Aizu dazu verwenden. Danke nochmal an Shiraba, dass wir die verwenden dürfen. Diese Taubwarane sind wirklich eine recht skurrile mittelgroße Echse, ne, werden so gute 40 cm mit Schwanz, also knapp die Hälfte davon ist der Schwanz, das heißt der Körper so 25 cm Körperlänge ungefähr. Das Interessante ist auch, zu welcher Gattung die eigentlich gehören oder zu welcher Familie. Der Name Taubwaran ist eigentlich falsch. Also mittlerweile weiß man, dass die definitiv nicht zu den Waranen gehören. Sie heißen weiterhin so, aber auf Englisch Earless Monitor, aber es ist definitiv kein Waran. Eine Zeit lang dachte man, vielleicht gehören sie wenig zu den Krustenechsen, ne, zu den nord- und mittelamerikanischen Krustenechsen, Heloderma. Auch wenig ähnliches Aussehen, ähnlicher Körperbau. Ne, da denkt man, ja, sehen ja wenig so ähnlich aus, könnten vielleicht in diese Familie reingehören. Gehören sie wohl aber auch nicht. Über so DNA-Untersuchungen hat man festgestellt, dass die ziemlich nah an den Schlangen dran sind, dass es einfach so eine Art Schlange mit Füßen ist. Aber die jetzt zu den Schlangen dazu zu gesellen, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen gewagt. Also ist echt eine spannende Sache. Die Herpetologen und Wissenschaftler sind da gerade noch wegen am, ich möchte nicht sagen am Streiten, aber am Hin und Her zuordnen, wo denn diese Taubwarane eigentlich dazugehören. Ich hatte es vorher schon angesprochen, bis vor gut 10 Jahren waren die in der Terraristik so gut wie gar nicht vertreten oder eigentlich gar nicht vertreten. Ne? Also da ist alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte mal ein Tier irgendwo aufgetaucht bei irgendeinem Tierexporteur und das war es eigentlich gewesen. Und vor gut 10 Jahren haben sich Terrarianer auf den Weg nach Borneo gemacht und haben gesagt, Mensch, diese Tiere muss es da doch geben. Haben die dort gesucht, haben die gefunden, also die leben sehr versteckt
in kleinen Bächen, zum Teil in fast unterirdisch fließenden Bächen, sind, so wie es aussieht, auch nie irgendwie am Sonnenlicht oder am Tageslicht, sondern leben wirklich, wie gesagt, ganz versteckt, ganz zurückgezogen. Und deswegen wurden die auch von der Bevölkerung auf Borneo eigentlich gar nie groß bemerkt. Und keiner wusste, dass diese Echsen doch zumindest in einer größeren Zahl auf Borneo vorkommen. Ne? Als sie dort gefunden wurden, wurden Tiere exportiert weltweit für die Terroristik oder in die Terroristik. Das Ganze, oder damals waren sie unter keinem Artenschutz, also kein Washingtoner Artenschutz, kein gar nichts, wurden dann aber 2021 in Washingtoner Artenschutz aufgenommen, sind seither WA2, eine Exportquote von null. Das heißt, Borneo erteilt keine Exportpapiere mehr für die Lantanotus. Das heißt, die Tiere, wo es jetzt in der Terroristik gibt, das wird wohl der Grundstock sein, mit dem man züchten kann und züchten muss. Und das ist eigentlich auch gut so. Die, wo in der Natur noch, die es dort noch gibt, die sollen dort bleiben. Und die in der Terroristik haben wir zum Züchten. Und hoffen wir, dass die nächsten Jahre, Jahrzehnte viele Nachzuchten in F-schonstige Generation dann auch gezüchtet werden. Dann kommen wir zur Haltung in der Terroristik. Ähnlich wie ich es gerade erzählt habe, sehr versteckt, viel oder fast nur im Wasser. Das müssen wir natürlich dann auch in der Terroristik bieten. Ich würde vorschlagen, empfehlen, so 1,20 Meter Terrarium, ne, 1,20 Meter mal 60, davon auf jeden Fall zwei Drittel Wasserteil. Das Wasser vielleicht so 15 bis 20 Zentimeter hoch. Also ich glaube, es ist nicht so wie bei jungen Krokodilen, dass die noch unbedingt stehen müssen im Wasser, sondern es kann gleich ein wenig höher sein. Beziehungsweise, wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr ja eine Art Gefälle schaffen. Das ist dann eigentlich auch interessant zu beobachten, weil manche Reptilien mögen das ja, dass sie zumindest mit den Hinterfüßen noch auf dem Boden stehen. Und manchen ist das egal, die sind dann mehr oder weniger freischwimmend im Wasser. Könnt ihr mal ausprobieren, was da eure Erfahrung ist. Die Tiere hält man nicht sonderlich warm, also so gute 20 oder Mitte 20 Grad, 25 Grad vielleicht. Wassertemperatur würde ich ebenfalls maximal 25 Grad, so zwischen 23 und 25. Wichtig, wie auch bei den Krokodilen, dass ihr aufpasst, dass das Wasser nicht wärmer ist wie das Land. Das ist völlig unnatürlich. Ich schätze mal, das schadet so ziemlich jedem Terrarientier. Also Wasser immer gleich ein kühler wie das Land. In der Natur und auch in der Terroristik hat man, glaube ich, noch nie sehen können, dass die Tiere sich irgendwie was in der Art von sonnen. Also von dem her würde ich glauben, dass eine UV-Beleuchtung völlig unnötig ist und dass die Tiere das gar nicht wollen. Ist mir auch nichts bekannt darüber, habe ich noch von keinem gehört, dass er den Tieren UV-Licht anbietet. Also von dem her eher Wärme, kann man vielleicht sogar mit Heatpanels arbeiten, ne? Wenn man oben hin, sagen wir, wenn man das Terrarium so 50 cm hoch macht, oben mit Heatpanels arbeiten, dass ich dann, wie gesagt, so eine Lufttemperatur von ca. 25 Grad habe, vielleicht noch eine Beleuchtung, LED oder eine Röhre noch als Beleuchtung rein, dann hat man ein tolles Taubwaran-Terrarium. Viel Versteck natürlich anbieten, viel Moos anbieten. Ne? Auch in der Natur eben verstecken die sich unter dem Moos oder unter irgendwelchen Blättern, Pflanzen. Das auf jeden Fall auch denen geben, dass sie sich da schützen können. Als letzter Punkt noch, das ist natürlich ein Aquaterrarium, aber nicht vergessen, dass ihr auch trockene Stellen in dem Terrarium anbietet, dass die Tiere wirklich auch die Möglichkeit haben, mal eine ganz trockene Stelle aufzusuchen und nicht permanent im Feuchten sind. Sind sie permanent im Feuchten, kann man vielleicht irgendwelche Hautpilze oder sowas riskieren, beziehungsweise insgesamt wird es für die Gesundheit nicht gut sein. Also auch trockene Stellen, dass das Tier die Möglichkeit hat, ins Trockene zu gehen. Und beziehungsweise, wenn es irgendwann mal Eier ablegt, will es die ja natürlich auch nicht ins Wasser legen, sondern sollte auch die Möglichkeit haben, die Eier an eine trockene Stelle abzulegen. Die Tiere sind im Prinzip Allesfresser, wobei Regenwürmer, Tauwürmer sich als
Lieblingsfutter wohl erwiesen haben. Also die Tiere, wo ich bis jetzt gesehen habe, beim Füttern, beim Fressen, ich erinnere mich in Japan, also auf die Würmer fahren die wahnsinnig ab und so schlappi, die eigentlich die meiste Zeit rumlegen. Also man denkt so eine ganz gemächlich lethargische, phlegmatische Echse, aber sobald da irgendwie Regenwürmer ins Spiel kommen, können die auch richtig abgehen und es wird echt richtig interessant. Also es scheint definitiv die Leibspeise zu sein. Wobei eben auch andere Sachen, also man hat schon Fischstückchen denen gefüttert, ich könnte mir vorstellen, vielleicht Schnecken werden sie fressen. Also sie scheinen doch schon verschiedenes Futter zu akzeptieren, wobei, wie gesagt, die Regenwürmer die Lieblingsspeise. Falls ihr stolzer Besitzer von so Tieren seid, würde ich euch definitiv empfehlen, Mineralien zuzufüttern. Gerade wenn wir auch kein UV-Licht haben, glaube ich, ist wichtig, dass wir Mineralien hinzugeben. Und ansonsten, die Tiere, also die Männer untereinander, sind relativ unverträglich, macht keinen Sinn, wie bei fast allen Terrarientieren. Also deswegen paarweise halten oder ein Mann, zwei Weibchen, drei Weibchen, scheint wohl auch zu gehen. Falls ihr stolzer Besitzer werden solltet und womöglich sogar mehrere Weibchen habt, denkt mir, gerade als Pärchen ist eigentlich vielleicht fast ideal, am wenigsten Stress für die Tiere. Und dann lassen die sich anscheinend wirklich auch durchaus züchten, legen Eier ab, zwischen 2 und 15 Eier, sagt die Literatur oder sagt die Erfahrung von den Terrarianern. Und ja, bestimmt dann ein echt spannendes, tolles Terrarientier, was, wie gesagt, in der Natur wahrscheinlich immer weniger Lebensraum hat und deswegen vielleicht für die Terraristik erst recht die Chance ist, dass wir die Tiere in der Terraristik erhalten. Am Schluss der Verweis auf gute Literatur, hier in der Reptilia Heftnummer 123, also schon ein bisschen älter, Februar 2017, okay, schon 6 Jahre alt mal mindestens. Da gibt es ein Artikel Nachzucht des Borneo-Baumwarans. Der Michael Zollweg und der Robert Seib haben da einen tollen Bericht drüber gemacht, wie sie die Taubwarane halten und züchten. Bestimmt spannend, schaut da mal rein. Ansonsten gerne einen Daumen hoch, wenn ihr es spannend fandet. Diese Latanotus sind sicherlich kein Terrarientier, was man sicherlich kein Terrarientier, was man an jeder Ecke finden und was jeder zweite von uns zu Hause haben wird. Aber ich glaube doch ein echt tolles, skurriles Terrarientier. Deswegen wollte ich den euch heute mal vorstellen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und gerne unten mal posten, was ihr von den Tieren haltet, ob ihr die schon mal in Original gesehen habt vielleicht oder ob ihr womöglich zu Hause welche habt. Oder ja, leider kann man keine Fotos unten rein posten, sonst hättet ihr noch ein paar schöne Fotos posten können. Bleibt mir treu und checkt die Taubwarane.